Meine Damen und Herren, das Thema Früheinschulung beschäftigt uns in diesem Hause schon seit geraumer Zeit. Dieser Antrag ist eine Konsequenz oder ein Ergebnis der Debatten in der Stadt, aber auch in diesem Haus. Leider hat sich die Koalition nicht unserem Antrag anschließen können, was wir außerordentlich bedauern. Warum bedauern wir das? Weil seit Einführung der Früheinschulung in diesem Land Berlin die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die zurückgestellt werden, Jahr zu Jahr steigt. Warum bedauern wir diese Entscheidung der Koalition? Weil ihnen scheinbar die Wünsche, Bedürfnisse der Kinder, aber auch der Eltern egal sind. Wie begründe ich das? Jetzt haben wir vor einigen wenigen Wochen in der Stadt in einer großen Berliner Tageszeitung lesen können, dass in diesem Schuljahr die Zahl der Rückstellungen auf 3.800 gestiegen ist. Das ist ein rasanter Anstieg zum Vergleich zum Vorjahr. Und diesen Anstieg haben wir seit Jahren permanent. 3.800 Kinder, deren Eltern der Meinung waren, dass ihr Kind nicht mit 5,5 eingeschult werden soll. Das ist ein Zeichen, was Ihnen zu denken geben sollte. Und deshalb bedauere ich, dass Sie diesen Schritt heute nicht mitgehen. Berlin ist im Übrigen das einzige Bundesland, was immer noch an diese Früheinschulung festhält. Damals, als die PISA-Studie das erste Mal präsentiert worden ist, hat man verschiedene Reformen in Hauruck-Verfahren durchgeführt. Manche davon haben sich als gut erwiesen, andere wiederum nicht. Diese gehört zu denen Reformen, die sich eben mit der Zeit nicht nur überholt haben, sondern auch als falsch erwiesen haben. Andere Bundesländer, auch unser Nachbarland, wir reden ja immer wieder gerne von der Bildungsregion Berlin-Brandenburg, andere Bundesländer, einschließlich Brandenburg, haben diesen Schritt der Früheinschulung längst zurückgenommen, weil es der Entwicklungspsychologie der Kinder widerspricht. Berlin hält aus irgendeinem Grund daran fest, was ich einfach nicht verstehe. Ich habe heute zudem eine Erklärung der Senatorin gelesen in Bezug auf die freien Schulen. Da heißt es, es gibt nirgendwo in einem Bundesland die Tatsache, dass freie Schulen bezuschusst werden von Anfang an bei bewährten Trägern. Ich kann dann in die Richtung der Senatorin sagen, auch an dieser Stelle gibt es kein anderes Bundesland, das daran festhält. Dann nehmen Sie sich ein Beispiel an den anderen Bundesländern, schaffen Sie diese Früheinschulung ab, die den Kindern schadet. Ich sag das auch als jemand, der das bei den Kindern, die mit meinem Kind eingeschult worden sind, begleitet hat. Meine Tochter wurde damals auch mit 5,5 eingeschult und sie hatte viele, viele Freundinnen und Freunde in der Klasse, die ebenso mit 5,5 eingeschult worden sind. Und viele dieser Kinder sind nicht nur Verweiler geworden, sondern die meisten von denen haben Dinge verloren in der Zeit am Anfang wegen der Früheinschulung, die sie später nicht mehr eingeholt haben. Und viele dieser Kinder haben auch später nicht eine Gymnasialempfehlung bekommen, sondern eher eine Sekundarschulempfehlung. Und das sind, meine Damen und Herren, Indizien dafür, dass diese Früheinschulung schädlich ist, den Kindern schadet. Und deshalb sagen wir nochmals, kommen Sie zur Vernunft, auch wenn Sie unseren Antrag abgelehnt haben im Ausschuss, stimmen Sie dem heute zu, damit wir endlich den Weg ebnen und Weg dafür ebnen, die Früheinschulung abzuschaffen. Mir bleibt nicht mehr so viel Zeit, deshalb will ich mal kurz auch was zu dem Antrag der Piraten sagen. Auch der will etwas an dem Einschulungsalter ändern. Ich bezweifle aber außerordentlich, dass diese Flexibilisierung der Einschulung, die über 2 Jahre gestreckt werden soll, einen Sinn macht. Weil das löst ja das Problem der Früheinschulung nicht. Und das ist absolut unpraktikabel deshalb, weil du einfach ein Datum haben musst, wann du die Kinder einschulst. Und wenn die Kinder nach Belieben 2 Jahre früher oder 1 Jahr später eingeschult werden sollen, dann frage ich mich, wie soll das denn in den Schulen organisiert werden? Dann hast du schon in der ersten Klasse Kinder, das kannst du ja gleich sagen, Martin, du kommst ja gleich ran.
Okay. Dann haben wir diesen Chaos erst recht und wir wollen eben kein Chaos, wir wollen Ruhe, wir wollen, dass die Kinder ihrem Alter entsprechend gefördert werden können und sagen deshalb Früheinschulung abschaffen und ich hoffe auf Ihre Vernunft.